Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer nagelneuen Folge CSGO Overwatch. Ich muss mal hier schnell eben aufstehen, muss mein Fenster zumachen. So, sehr schön. Sonst zieht das nämlich so. Und außerdem sollen die Kollegen draußen im Garten ja nicht mitkriegen, ob hier einer cheatet oder nicht. Die sollen sich nämlich das Video angucken, genau. So, Freunde, ja, letzte Folge. Letzte Woche war sehr eindeutig. Ne? Muss man ja mal dazu sagen, was ist jetzt hier? Was ist hier los? Wieso lädt er nicht? Aha, da lädt er doch. Ja, also letzte Folge war natürlich wirklich mehr als eindeutig. Ja, ist klar. Haben wir ja gesehen, wenn man dauernd nach unten guckt. Oh, das ist mal was Neues hier. Ich muss erstmal meinen Sound leiser stellen. Das ist aber eine schöne Desert Eagle. Kumichio Trecken. Headshot, gut. Auf Kopfhörer war. Oh, die sieht aber wirklich hübsch aus. Die ist echt schick. So, es ist noch Aufwärmphase. Ja, also. Doch, die hat er anscheinend ganz neu hier, so wie es aussieht. Er ist auch ziemlich in der Kopfnähe. Mit seinem Crosshair. Okay. Die Maus ist ein bisschen sehr langsam. Aber doch, die ist hübsch. So, was wird das jetzt hier? Wissen wir auch noch nicht. Er nimmt sich Zeit zum Aim. Er nimmt sich Zeit. So. Na was. Zu trinken eingießen hier ins Glas, mal einen Schluck sich genehmigen. Ja, ich war im Urlaub an der Ostsee. Komm, hier. Ich war im Urlaub an der Ostsee. Schöner Schuss. Hab mich schön erholt. Hab so ein bisschen drüber nachgedacht, was man vielleicht noch als Projekt machen könnte. Denn das Problem mit der Festplatte habe ich jetzt in den Griff gekriegt. Ich war gezwungen. Die Folgen von Gothic 2, die beschädigt waren, das waren glaube ich 4 oder 5 Stück ganz und gar, zu löschen. Ich konnte sie nicht wiederherstellen, ich konnte es ja auch hinten, es war immer nur das letzte kleine Teilstück, paar 30 Sekunden oder was nicht in Ordnung war, konnte ich nicht wegschneiden, weil ich konnte die Folgen an sich überhaupt nicht anwählen. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als die Folgen zu löschen. Ist natürlich scheiße, ich meine, jetzt fehlen halt eben 5 Folgen, aber lieber das Let's Play weiterführen können, als dann wegen sowas sagen zu müssen, nee, wird nichts mehr. So, was machen sie denn da? Da vorne ist gesmoked, der kann doch easy die Bombe snacken. So, meine ist natürlich bekannt. Ihr könnt mal eure Meinung zu diesen neuen Sounds, ihr könnt mal eure Meinung zu den neuen Sounds posten in den Kommentaren, würde mich interessieren. Schöner Headshot. Er war aber auch auf Kopfhörer drauf. Würde mich mal interessieren, was ihr über diese neuen Sounds denkt. Also mir gefallen sie nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Aber ich sag mal, solange sie den Sound von der AK nicht ändern und von der AWP, ist das alles in Ordnung. Ha. Er ist beim... Wenn er rumgeht... Okay, das war jetzt nur so halbherzig, aber wenn er rumgeht, ist er immer auf Kopfhöhe. So ziemlich. Man sieht, er aimt richtig auf den Kopf. Also er aimt wirklich... Schöner Schuss. Er aimt wirklich direkt auf den Kopf. Er probiert es immer wieder, auf dem Kopf zu sein. Das ist bekannt, dass der da steht. Schöner Desert Eagle. Also bisher nichts... Nichts Verdächtiges, muss ich ehrlich sagen. So, was macht er jetzt? Er wartet richtig, bis sie rumkommen. Das sieht man richtig. Er wartet, bis sie rumkommen. Ja, die Bombe ist natürlich auch wahr. Kann da schön easy gelegt werden.
Jetzt wird auf B verschoben, auf A verschoben. Oben ist einer drin. Habt ihr gesehen, da war jetzt hinten auf diesem Stück drauf, wo man da irgendwie zu der Kiste hochkommt. Ja, und da war er natürlich nicht ganz auf Höhe drauf. Weil man kann sich ja merken, wo das Crosshair sein muss, wenn man um die Ecke geht, damit man dann an dem Punkt auf Kopfhöhe ist, wo man halt eben hinaimt. Schöner Schuss. Im Sprung sogar noch, so wie ich das jetzt gesehen habe. CT kommt. Den hat er halt gewartet. Ich meine, er hat zwar ganz kurz vorher direkt erst angefangen zu zoomen. Kann Zufall gewesen sein, wenn das jetzt noch öfter passiert, dass er wirklich kurz, bevor der Gegner kommt, erst anfängt zu zoomen, dann... Ich bin im Moment noch ein bisschen... Es leckt auch so ein bisschen, ganz leicht, ne? Seht ihr das? Aber das ist die GoTV-Aufnahme. Also das ist die Aufnahme an sich. Ja, da ist der erste schon mal down. Ich bin da gerade noch ein bisschen ratlos, aber ich finde das schon ein bisschen komisch, dass er immer erst kurz vorher erst anfängt zu zoomen. Jetzt auch, er zoomt ja gar nicht. Ich meine, gut, es ist jetzt alles gedeckt, der braucht er nicht irgendwo hin aimen. Aber es ist halt schon komisch. Normalerweise geht man doch dann irgendwie im Zoom irgendwie rum. Also zumindest mache ich das so. Vielleicht mache ich das natürlich auch falsch. Also ich mache das anders, wenn ich eine AWP spiele als er, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Da wird Mitte gepusht, recht erfolgreich, so wie es aussieht. Er aimt halt auch nicht, ne? Er zielt nicht. Das ist halt so, was mich gerade ein bisschen stutzig macht. Selbst da jetzt aimt er nicht hin. Er aimt halt irgendwie nichts ab. So, selbst jetzt ist Vent aufgeschossen. Wieso aimt er da nicht? Er aimt halt nicht. Ja, okay, also das... Ja, also für mich hat der an, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer kurz vorher erst drauf aimen. Ist halt genau in dem Moment, wenn der Gegner kommt, aimt er. Und das halt nicht nur einmal, sondern immer wieder. Das ist halt schon verdächtig, finde ich. Zu verdächtig, meiner Meinung nach. Er trifft. Sieht halt auch nicht aus, als hätte er irgendwie was an. Aber er trifft halt, ne? So, wieso er da jetzt nicht geaimt hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht aimt er wirklich erst, wenn er was sieht. Es kann ja auch die GoTV-Aufnahme sein, dass er wirklich den Gegner gesehen hat und dann erst aimt und nicht aimt, bevor er den Gegner sieht. Kann sein. Ist möglich, aber für mich ist das zu krass. Und wieso das jetzt hier so leckt, möchte ich wissen. Wie gesagt, es wird Zeit für einen neuen... Zeit für einen neuen Computer. Das war ein schöner Schuss eben. Ja, also für mich hat er Wallhack angehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, es kann die GoTV-Aufnahme gewesen sein, aber für mich ist dieses Urteil erstmal
Es war zu häufig für mich vorgekommen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von den neuen Sounds haltet. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt CSGO Overwatch. Macht's gut, ciao, tschüss, euer Helmut.